Komm zurück zum Let's Play Sam und Max. Wir versuchen es weiter mit den Konzeptkarten. Man kann ein Übel nicht mit einem anderen bekämpfen. Das wäre gut für das mit dem Religion und Schule, glaube ich. Mal gucken. Wie stehen Sie zur Vereinbarkeit von Religion und Schule? Man kann ein Übel nicht mit einem anderen bekämpfen. Haben wir das eben richtig mitbekommen? Lincoln spricht sich gegen Bildung und Religion aus. Wow, das wird seinen Umfragewerten sicher nicht gut tun. Okay. Mal gucken. Gibt da nur drei. Lieferung frei Haus. Lieferung frei Haus und das andere hat doch gar nichts gebracht. Kann ich jetzt eigentlich... Ich will doch nicht für unseren politischen Gegner Werbung machen. Das hat nichts gebracht. Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres Leben erhalten habe, das ich meinem Land opfern kann. Kann ich eigentlich das mit dem Übel auch bei dem anderen verwenden? Man kann ein Übel nicht mit einem anderen bekämpfen. Versuch's einfach mal. Reden wir über die Sachthemen. Wie sehen Ihre Steuerpläne für den einfachen amerikanischen Bürger aus? Man kann ein Übel nicht mit einem anderen bekämpfen. Diese Antwort ergibt nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Gut. Gibt's noch irgendwo noch eine... typischen politischen Aussagen dominiert zu werden? Noch eine Dings? Keine Ahnung. Diese Wahl erinnert mich an eine lustige Geschichte. Chester A. Arthur und der Papst fahren zusammen in einem Kanu auf dem Amazonas. Plötzlich springt ein Kandirufisch ins Boot, verschwindet im des Papstes und klammert sich in seiner fest. Arthur schnappt sich den des Papstes mit einer Zange, woraufhin sein auf die Größe einer Wassermelone anschwillt. Daraufhin sagte der Papst, danke. Das letzte Mal, als das passiert ist, wollte McKinley unbedingt... Halt, nein, ich glaube, ich habe den Witz falsch erzählt. Oh Mann. Ich werde Amerika einen. Mir schwebt ein Amerika unter einem Herrscher vor. Einem Herrscher mit eiserner Faust. Ein Hase, ein Gesetz. Andersdenkende und Regimekritiker werden nicht geduldet. Max wird über alle wachen. Ja. Ich glaube an eine Weltgemeinschaft. Ich glaube an eine Weltgemeinschaft, in der Amerika nur ein Teil von vielen ist. Wir müssen unsere Konflikte beiseite schieben und mit den Ländern dieser Erde zusammenarbeiten, vereint durch ein gemeinsames Ziel. Die vollkommene und endgültige Auslöschung der gottlosen Welt. Oh Gott. Das reicht fürs Erste. Immer her mit den Fragen. Ich bin bereit. Warte mal, ich muss mal gucken, ob irgendwo noch ein Plakat ist, was ich mitnehmen kann. Warte mal, ich fahr mal zurück und guck mal, ob ich was finde. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. Vielleicht kann ich auch mit dem Flyer bei Simple irgendwas machen. Weiß man ja nie. Poster. Geh einfach mal in Sibyls Laden rein. Das irgendwie? Ist das eine neue Bewerbung? Ja, sie ist von einem Freund von uns. Mal sehen. Das ist doch nicht der Abraham Lincoln, oder? Er ist groß, hoch angesehen, liebt Theater, hört sich perfekt an. Puh, der Kerl ist nicht mal annähernd so gut zu vermarkten wie ich. Meinst du, dein Computer kann ein Date für ihn finden? Ach was, Computer? Der Mann ist perfekt für mich. Oh, aber er hat keine Telefonnummer angegeben. Wenn ihr ihn das nächste Mal seht, gebt ihm meine Telefonnummer. Ich würde ihn gern mal näher kennenlernen. Okay. Telefonnummer von ihr habe ich jetzt nicht, ne? Hey, Sybil. Wie läuft das mit dem Partnerservice? Es liegt computergenerierte Liebe in der Luft. Nein. Wir sehen uns, Sybil. Ich
nichts Plakatmäßiges. Also so. Dann mache ich die Videoporträts für meinen Partnerservice. Warum ist die Tür abgeschlossen? Abgeschlossen? Mist, ich habe für die Tür nicht mal einen Schlüssel. Ja. Ich hatte die doch schon mal aufgemacht, oder? Gucken wir weiter. Gucken wir mal im Büro und dann nach die Straße weiter zu Bosco. Mal gucken. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Hier sehe ich jetzt auch nichts Plakatmäßiges, was ich da drauf tun könnte. Jemand zu Hause? Nee, der ist doch. Scheinbar nicht. Der ist doch im Weißen Haus. Das bringt schon mal nix. Mal gucken, hier ist auch kein Schild bis jetzt. Nope. Geh ich mal bei Bosco rein. Und guck da mal. Ah, ich grüße euch, Genossen Hund und Ratte. Das Teil ist immer so laut. Preisliste? Kann ich leider nicht runternehmen. Wir möchten was kaufen. Da! Privatgeschäft ist notwendiges Übel. Ich wollte doch. Danke, wir brauchen einen Moment. Ich brauche ja noch 100 Millionen, fällt mir gerade ein. Wir möchten was kaufen. Ich will nichts kaufen, ich wollte doch die Preisliste. Geht wahrscheinlich irgendwie nicht. Danke, Entschuldigung, meine hin und wieder Aussetzer, also. Nacho-Poster. Kauft Nachos. Bei jedem Kauf eine Klobürste gratis. Klobürste gratis. Gekauft. Benutzte Klobürste. Nein, danke. Oh. Whee! Kleben gebliebene Zungen werden von Bosco beschlagnahmt. Ich hab schon einige Zungen beisammen. Ew. Hier bringt das auch nichts. Na, was? Ich bin ein bisschen ratlos. Wo geht's hin, Sam? Ja, zum Weißen Haus. Die einzige Möglichkeit, hinzufahren, oh, irgendwohin. Hinzufahren, irgendwohin. Oh Mann. Mal gucken, mal gucken. Ihr Name hier. Weitere Informationen zur Namensvergabe für dieses Gebäude verzweifelt. Okay. Bringt nichts. Drinne bringt das eigentlich auch nichts. Nehmen wir mal so einen Flyer mit, falls ich das... Ah, wir haben eine Frau für Sie gefunden. Mr. Lincoln, wir haben eine Dame gefunden, die perfekt zu Ihnen passen würde. Sie hat einen Job und sogar noch alle Zähne. Ich würde Ihnen gern Ihre Nummer geben, damit Sie sich mit ihr treffen können. Für so eine kleine Nummer zwischendurch ist bisher noch jeder Präsident zu haben gewesen, stimmt's? Was? Das ist doch völlig absurd. Ich bin seit über 150 Jahren glücklich verheiratet. Ich würde mich niemals einer anderen Frau zuwenden. Oh, verstehe. Dann sind die Gerüchte also wahr. Was für Gerüchte? Ach nicht. Das war's. Immer schön cool bleiben, Amerika. Kann ich von den Flyern was nehmen? Nee. Aber irgendwas muss ich doch damit machen, oder? Lieferung frei Haus. Ach Gott.
Die Wanze kann ich bestimmt auch nicht dranhängen, oder? Oh, kann ich. Mr. Lincoln, möchten Sie an das Publikum vielleicht eine kurze Rede halten? Vielen Dank. An diesen Tag wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern. Heute ist der Tag, an dem wir Amerika wieder zu seiner alten Größe verhelfen. Ich stehe hier auf den Stufen des Weißen Hauses, aber nicht über den Menschen, sondern zu ihnen. Nur ein Mann kann unsere Nation durch diese schweren Zeiten führen. Ich, Abraham Lincoln, bin dieser Mann. Es ist nun Zeit zum Handeln. Vielen Dank. Da habe ich ja von der Telefonauskunft schon mitreißendere Reden gehört. Wie war das? Hey Lincoln, Captain Ahab hat angerufen, er will seinen Bart zurück. Ich polier dir gleich die Fresse, du Idiot. Heb dir das für die Diskussionsrunde auf, Max. Jetzt hab ich das mit der... Polier dir gleich die Fresse drauf, oder? Nee, das ist ja schön. An diesem ja, Tag bla, nehmen bla, wir bla, bla, dieser Mann. Bla, bla. Mit seinen Ansichten zur Stellung der Familie hat Lincoln bei den Leuten richtig Eindruck gemacht. Er sollte sich lieber mal etwas locker machen und das Leben genießen. Okay, machen wir weiter. Ich bin verwirrt. Nein. Ja, das ist mir schon klar, nein. Reden wir über Sachthemen, sind Sie sicher, was den Stellenwert Ihrer Familie angeht? Mr. Lincoln, könnten Sie Ihre Meinung zur Stellung der Familie noch etwas ausführen? Ohne eine starke, ehrliche und treue Familie sind wir alle nichts. Ich selbst bin meiner Frau 50 ja, Jahren... Klar. Mann. Mr. Lincoln, hier ist die Nummer unserer Freundin Sybil. Rufen Sie sie mal an. Ich habe es doch schon gesagt. Ich stehe für Familienwerte. Ich bin glücklich verheiratet. Und mir würde es nicht im Traum einfallen, eine andere Frau per Fernsprecher zu kontaktieren. Warte mal. Das war's. Ich guck mal, warte mal. Vielleicht geht das ja schon klar. Münztelefon? Kann ich von dem aus anrufen? Hey, der Apparat schluckt nur Monika. So. Muss wohl ein. Nee, okay. Ja. Dann gehe ich mal für meinen Plan, den ich habe, doch nochmal zu mir ins Büro. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Ich sitze vorne. Mal gucken, ob es klappt. Mal sehen. Ich will nämlich testen, ob ich mit Hilfe von dem Abhörgerät Sybil anrufen kann, damit die dorthin kommt. Vielleicht, also ich weiß es ja nicht. Der Hörer liegt immer noch in der Seite. Ich versuch's einfach mal gucken. Kann ich nicht. Wen rufst du an, Sam? Sybil kann ich anrufen. Niemand. Ich wollte nur ein bisschen mit dem Freizeichen mitsummen. Aber dieses Abhörgerät nicht dranhängt. Doch geht. Wen rufst du an, Sam? Sybil. Hallo? Abe? Bist du das? Ich stehe hier auf den Stufen des Weißen Hauses. Was? Wer spricht da? Ich erwarte einen äußerst wichtigen Anruf von Abraham Lincoln. Oh, ja, ich bin ja auch der. Also... In gewisser Weise der. Aber es scheint doch mit dem Telefon zu klappen. Wen rufst du an, Sam? Sybil. Hallo? Abe? Bist du das? Ich, Abraham Lincoln, bin dieser Mann. Oh, Mr. President, es ist mir eine Ehre. Ich habe die Bewerbung gesehen und
Okay, okay. Diesen Tag wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern. An diesen Tag wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern. Meine Güte, du bist aber ein Ja. Wo sollen wir uns treffen? Ich stehe hier. Ich stehe hier auf den Stufen des Weißen Hauses. Im Weißen Haus also, okay. Und wann wollen wir uns treffen? Es ist nun Zeit zum Handeln. Oh, diese Entschlossenheit, das liebe ich. Ich komme dann gleich vorbei. Ich polier dir gleich die Fresse, du Idiot. Wie bitte? Ich hab das eben nicht ganz verstanden. Ich werde fressen. Aufhört, aufhört! Verschlingen. Was? Ey, was ist los mit dir? Wir sehen uns. Ich muss weg. Oh Mann, hoffentlich hat's doch noch geklappt. Kurzum, die Familie ist das Fundament dieser Nation. Treue, Ehrlichkeit und Respekt der Familie gegenüber müssen wieder zu den Grundwerten eines jeden Amerikaners werden. Kandidat Max, Ihre Antwort darauf? Mr. Lincoln! Anscheinend gibt es eine Wortmeldung aus dem Publikum. Es ist eine Frau, aber nicht Kandidat Lincolns Ehefrau. Oh, hi Sam. Hi Max. Sei gegrüßt, unbekanntes Flittchen. Abe, ich bin hier. Bist du bereit für unser Date? Was? Ich habe diese Frau noch nie zuvor gesehen. Aber wir haben doch telefoniert. Du wolltest mich unbedingt treffen. Meine amerikanischen Mitbürger, glaubt mir, ich habe mich niemals mit dieser Frau verabredet. Für ein bisschen Spaß ist sie also gut genug, aber wenn es ernst wird, machst du einen Rückzieher. Aber warum tust du mir das an, Abe? Was ist das böse? Ja, jetzt ist noch, muss ich noch die anderen da ein bisschen überzeugen, dass sie zu mir kommen. Oder ich muss ihnen weiter. Naja, egal. Das sehen wir dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss, eure Tai.